Moin, moin, lieber Angelfreund. Schön, dass du auch heute wieder den Weg hierher gefunden hast. Und heute stelle ich dir eine coole Kiste vor. Und zwar die hier. Das hier ist unsere Magic Baits Method Feeder Pellet Box. Komplett fertiges Set zum Method Feeder Angeln. Wenn du keine Ahnung hast, was Method Feeder genau ist oder zumindest nicht im Detail weißt, wie man diese Methode anwendet, das erkläre ich dir in diesem Video. Ich stelle euch kurz die Box vor und ich hoffe, dass ich euch nachher noch einen richtig schönen Fisch hier aus diesem wunderbaren Vereinsteich präsentieren kann. Ich mache die Kiste mal auf. Es gibt sie in vier verschiedenen Sorten. Ich habe jetzt aber nur eine Box mit, denn eine Box reicht für einen ausgedehnten Feedernachmittag mit zwei Routen bei mir. Das hier sind die Pellets und das hier ist das sogenannte Liquid. Das nehmen wir einfach hier raus und kippen das ganz entspannt hier so ein bisschen rüber. Und wenn die Flasche leer ist, dann gehen wir einmal kurz zum Teich. Ich kann ja einmal hier eben hochschwenken und machen die noch einmal kurz voll mit Teichwasser oder Flusswasser oder wo auch immer ihr halt gerade angelt. Und das Wasser kommt jetzt ebenfalls hier rein und damit haben wir die perfekte Menge Flüssigkeit in der Box, damit sich das Ganze, ich bin schon am Nuscheln hier vor Aufregung aus Fiedern, damit sich das Ganze schön verteilt. Box einmal wieder zumachen und richtig schön durchschütteln. Man sieht, die sind jetzt schon ein bisschen feucht und die Pellets werden wir jetzt erstmal 10 Minuten ruhen lassen. Die müssen nämlich aufweichen. Geht natürlich auch ein bisschen länger, aber ab so 10 Minuten sind die einsatzbereit. Wie man die einsetzt, wie die Montage aussieht, das gucken wir uns jetzt an. Ich mache einmal Schnipp und die 10 Minuten sind rum. Ich habe jetzt hier mein entsprechendes Set dabei. Das sind die Pellets und ich habe mir noch das Feeder Boilie Set besorgt. Das passt genau dazu. Und das hier ist jetzt so ein sogenannter Method Feeder. Den habe ich heute schon mal benutzt oder ein bisschen nicht so ganz sauber gemacht, aber ist ja auch egal. So sieht das Ding aus. Und hier ist jetzt ein ganz kurzes Vorfach dran. Seht ihr das? Mit einem Haken, mit so einem ganz kleinen Piekser hinten dran. Ich drehe mal auf die Seite oder halte ihn einmal näher vor. Aus wie so ein ganz kleines Mini-Karpfenrig mit so einem Piekser. Wir machen mal die Method-Box auf. Jetzt haben wir hier die Partikel, beziehungsweise die Pellets natürlich. Partikel ist Quatsch. Man merkt schon, die bappen so richtig schön zusammen. Ich habe das ganz, ganz leicht angedrückt und das hält jetzt wie Kleister. Das löst sich unter Wasser erst auf. Wenn wir jetzt hier so eine schöne Mold, wie der Engländer sagt, also so eine Form, mit der wir das auf den Feeder pressen können, ich benutze die gar nicht, ehrlich gesagt. Ich mache das mit der Hand. Einfach richtig schön fest hier rauf pressen. Das hält den Wurf jetzt locker aus. Und jetzt das Besondere beim Method Feeder. Wir nehmen jetzt unseren Köder. Ich habe jetzt hier so einen Feeder-Boilie. Ihr könnt auch einfach ein Maiskorn aus der Dose nehmen. Das ist auch ein sehr guter Method-Köder, wenn ihr diese Box nicht habt. Rein damit. Und wir wollen den Köder jetzt direkt im Futter haben. Pressen ihn hier so ein bisschen rein, dass das nicht aufgeht hier. Ein bisschen Geduld und Spucke. Genau, so soll das Ganze nämlich aussehen, dass der Köder direkt im Futter ist. Ich ziehe das hier nochmal ein bisschen gerade. Und dann wird der als Highlight als erstes oder zumindest im Laufe des Fressens der Friedfische hier weggesnackt. In unserer Pelletbox ist noch Bait Smoke drin. Ich liebe Bait Smoke. Ihr seht das in jedem Friedfisch oder jedem Karpfenvideo von mir. Einfach ein bisschen davon rauf auf den Köder. Es gibt eine riesige Wolke unter Wasser. Das ist wirklich nicht zu übersehen für die Fische. Und so können wir das Ganze jetzt in den See befördern. So, ich habe mir da hinten natürlich die Büsche ausgesucht. Da sollte das Ding jetzt hin. Mal gucken, ob ich treffe. Wenn nicht, muss ich alles neu machen. Oh, Scharfschütze. Aber genauestens. Ohne Clip, One Take, herrlich. So, das lege ich jetzt einfach. Ja, auf den rechten sollte das. Die Rute muss mal Platz machen. Das lege ich jetzt einfach. Ich mache mal im Weitwinkel rein. Hier ab. Ich habe eine Feederroute. Hier unsere Combat Feeder 330. Soll nicht meine Füße filmen, sondern die Angel. Kommt hier schön auf dem Routenständer vorne rauf. Moin, hier seht ihr meinen Schatten. Geht halt nicht anders. Die Sonne ballert übelst. Kommt hier rauf. Einmal anmachen, das Ding. Piep, piep. Das
Zwinger rein. Und natürlich hinten den Freilauf auf. Ja, genau. Und meistens dauert das nicht lange, bis das Ding lospiept. So, Freunde, Method Feeder ist immer für eine Überraschung gut. Und ich kann nicht viel Worte verlieren, ihr seht es selber. Yes! Tinker hat sich blicken lassen, genau das, was ich gehofft habe. Oh, bin ich happy, so ein geiler Fisch. Und nur wegen Method Feeder und den Pellets. Es hat mal wieder geklappt.